Liebe T-Online-User, heute geht es in Koschaks Klimakosmos um das Thema, ob wir auch in Zukunft noch in den Badesee um die Ecke springen können. Das wird leider zunehmend ein Problem sein, denn die Seen trocknen zum Teil komplett aus, beziehungsweise der Wasserstand sinkt mehr und mehr, bei den Flüssen, aber auch bei einigen Seen. Sind davon alle Seen betroffen, alle Regionen Deutschlands? Es gibt nicht allzu viele Studien, aber es ist recht sichtbar, dass vor allem Grundwasserseen, die einen niedrigen Wasserstand haben, auch davon betroffen sind und das besonders im Osten Deutschlands. Dass der Grundwasserspiegel schwankt, ist ganz normal. In Jahren, wo es viel regnet, ist er höher, in anderen Jahren ein bisschen niedriger, aber in den letzten Jahrzehnten ist dieser Grundwasserspiegel mehr und mehr zurückgegangen und das sieht man auch an unseren Seen und das vor allem im Osten Deutschlands. Es ist nicht jeder See betroffen, aber wenn der Wasserstand sehr niedrig ist, dann könnten die in Zukunft keine Seen mehr sein, sondern einfach ausgetrocknete Landschaften. Woran liegt das? Es hat natürlich mal wieder mit dem Klimawandel zu tun, denn so Sommer wie diese wird es in Zukunft häufiger geben. Dürreperioden, Hitze und viel Sonnenschein lassen die Seen austrocknen. Zu wenig Landregen lässt den Grundwasserspiegel weiter sinken. Kräftige Regengüsse wird es geben, aber die sind dann zum Teil so stark, dass sie oberirdisch abfließen und nicht einfach in den Boden einsickern. Und das zweite Problem ist, dass aus so einigen Seen Wasser entnommen wird für die Landwirtschaft, um Felder zu wässern. Zum Teil werden auch Golfplätze damit bewässert oder Privatgärten. Das sollte in Zukunft gelassen werden, sodass uns wenigstens noch der ein oder andere See erhalten bleibt. Also da können wir was tun, ansonsten können wir das Ganze wahrscheinlich nicht aufhalten. Aber nicht nur hier in Deutschland ist das ein Problem, sondern weltweit. Als ich noch zur Schule ging, gab es noch den Aralsee. In den 1960er Jahren war der sogar so groß noch wie Bayern, mittlerweile ist er von der Landkarte verschwunden. Auch im Iran gibt es den Omiya-See, einen riesigen Salzsee. Der hat in den letzten 30 Jahren 80% seines Wassers verloren. Ein zweites Problem sind Blaualgen. So einige Seen mussten jetzt gesperrt werden, weil es zu viele Blaualgen, zu viele Cyanobakterien im See gab. Der Grund dafür: höhere Wassertemperaturen. Dann explodieren diese Cyanobakterien zum Teil und sind sowohl für Fische als auch für uns Menschen gefährlich, besonders für Kleinkinder, die zum Teil ja viel Wasser schlucken. Es kann zu Durchfall kommen, zu Erbrechen, Hautrötungen oder auch Hautreizungen und rote Augen und zum Teil wirklich gefährlich sein. Diese Seen werden von örtlichen Behörden dann zum Teil gesperrt. Aber wie kann man das Ganze selber erkennen? Wenn man langsam ins Wasser geht, den Schlamm nicht aufwirbelt und so, wenn man knietief im Wasser steht, noch seine Füße sieht, sollte eigentlich es kein Blaualgenproblem geben. Wenn dagegen so 20 bis 30 cm unter der Wasseroberfläche so grünliche Schlieren sind, dann könnte das ein Zeichen sein für Blaualgen. Also wir sollten weiter Klimaschutz betreiben, damit uns unsere Badeseen wenigstens zum Teil erhalten bleiben. Aber wir müssen uns auch darauf einstellen, dass so einige Seen mehr und mehr austrocknen.